Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch heute zu unserem digitalen Gottesdienst. Heute am Erntedanktag, dem 1. Oktober, hier vor unserer schönen Odenmüller St. Vinzenzkirche auf Nordstrand. Schön, dass Sie und ihr auch heute mit dabei seid. Ein großer Dank, der geht vorweg an Maurice-Antoine Canson für das virtuose Klavierstück. Es trägt den Titel I Have a Dream und stammt aus der Feder von Daniel Schunn. Wir danken Gott für die vielen guten Gaben, die wir auch in diesem Jahr wieder ernten dürfen. Und so heißt es dann im Psalm 145, alle Augen warten auf dich, denn du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Und der heutige Erntedanktag, der lädt uns ein, dankbar zu sein. Aus der Fülle von Gottes Schöpfung miteinander zu teilen von dem, was wir haben. Lasst uns gemeinsam diesen Gottesdienst nun feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich all meine Sorgen
halt mich fest daran. Danke, auch ich will dir danken, dass ich danken kann. Wir hören Worte aus dem 36. Psalm. Wie köstlich ist deine Güte, Gott! Deine Güte reicht so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Gott, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott! Dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Güten deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Sturm. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Wir hören eine Lesung aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8. Eine große Menge war bei Jesus, und er sprach zu seinen Jüngern: Ich habe großes Mitleid mit den Menschen. Sie sind nun schon 3 Tage bei mir, und sie haben nichts mehr zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige sind von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten: Wo sollen wir in dieser einsamen Gegend Brot herbekommen, um diese Leute satt zu machen? Jesus fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten: 7. Jesus forderte die Volksmenge auf, sich auf dem Boden niederzulassen. Dann nahm er die 7 Brote, dankte Gott, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten das Brot aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Jesus dankte Gott dafür und ließ sie ebenfalls austeilen. Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit 7 Körbe. Es waren etwa 4000 Menschen, die er dann gehen ließ.
Wir bekennen nun unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Tu pare dangedangan tar songondong adong akida nalobi pacarian alai sude dagelekida naik kondo sikola anak koki doa morau dia nang sotari huton ape akadongan dada pola marsa kau disi alayana kokida dang jadi hatinggalan siadongan magurang nai hugo gope masari arian nang godari lapa sikola ogeleki naikon mar sikola dosa timbo timbora sikam nina tolap gogoki marhoi hoi peawi nangda tu dolok tu teruan mangalulu ingolu ngolu naboy parbodarian asal masahat gelekida saya satu tujuan anak koki doa morao dia Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, zum Erntedankfest, da duftet die Kirche mit allen guten Gaben der Schöpfung. Und heute erinnert uns die Erntekrone daran, dass es nicht nur am Erntedanktag einen wichtigen Grund zum Danken gibt. Leon hat einen blauen Fleck. Links auf der Höhe des unteren Rippenbogens. Passiert ist das beim Besuch seiner Tante. Die hat ihm und seiner Schwester je eine große Tafel Schokolade mitgebracht und obendrauf noch einen 10-Euro-Schein mit einem Schleifchen hineingebunden. Leon war überglücklich. Noisette mit Nüssen. Die Sorte, die schmeckt doch so lecker. Und dann hat er sich in Gedanken schon ein Stückchen abgebrochen. Da stößt ihm seine Schwester mit dem Ellenbogen in die Rippen und zischt leise, jetzt sag endlich Danke. Ja, liebe Erntedankgemeinde, das mit dem Danke sagen, das ist so eine komische Sache. Nun feiern wir heute Erntedank. Sagen Danke für Äpfel und Birnen, Kartoffeln und Zucchini, für alles, was draußen so wächst und jedes Jahr neu, immer am ersten Sonntag im Oktober. Im Alltag geht eine solche Dankbarkeit oft verloren. Das Erntedankfest, liebe Gemeinde, möchte uns einladen, dass wir uns aus mancher Unzufriedenheit, aus manchem Genervtsein herausrufen lassen und dass wir uns besinnen auf das, was ganz und gar nicht selbstverständlich ist. Das, was dankenswert ist. Ich danke für die Blumen, die Farben jetzt im Herbst, die nochmal so schön aussehen und so viel Farben bringen. Ich danke für jedes Lachen und jedes Lächeln. Ich fühle mich im Moment ein bisschen wie die Maus Frederik,
Ich bin dankbar für all die vielen farbenfrohen, leuchtenden, duftenden Momente in unserem Urlaub, von denen ich hoffe, dass sie mich in der nächsten Zeit ein bisschen weitertragen werden. Ich bin dankbar dafür, dass ich keine Angst haben muss, zu kurz zu kommen. Es ist genug für mich da. Ich bin dankbar dafür, dass meine Familie gesund ist und dass es allen gut geht, die mir wichtig sind. Und das ist ein ganz hohes Gut, was man nicht genug schätzt. Ja. Ich bin sehr dankbar für viele nette Menschen, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin und die mich begleiten und behüten. Dafür bin ich dankbar. Dankbar sein führt in die Offenheit, eine Haltung des Empfangens. Mir begegnet etwas, worüber ich mich einfach freue. Ich werde überrascht mit etwas Vertrautem oder etwas ganz Neuem. Dankbarkeit befreit aus der angestrengten Haltung, immer etwas tun und machen zu müssen. Kaum ist eine Aufgabe erledigt, kündigt sich schon die nächste an. Dankbarkeit dagegen heißt, ich lasse es einfach mal gut sein. Ich schaue, was da ist. Ich spüre, was gut ist. Das, was ich jetzt brauche, um neu Atem holen zu können. Ich lasse mich unterbrechen und danke Gott. Ein Lied aus unserem Gesangbuch, das bringt es auf den Punkt. Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her. Der Strohhalm und die Sterne, der Sperling und das Meer. Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von ihm. Das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt ihm dankt, drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn. Für den Liederdichter Matthias Claudius ist Dankbarkeit gegenüber Gott eine Lebenshaltung, die es zu bewahren gilt. Denn Dankbarkeit lebt in der Beziehung zu Gott, zu unserem Schöpfer, im Gespräch, im Loben und Danken. Und diese Dankbarkeit, die hilft uns zu entdecken, was hinter all dem Guten steckt, das uns umgibt. Nämlich Gott selbst, der uns und diese Welt geschaffen hat. Liebe Gemeinde, das Erntedankfest lädt uns ein, uns Gott zuzuwenden. So wie sich die Sonnenblume der Sonne zuwendet, dürfen wir uns Gott zuwenden und ihm für alles in unserem Leben danken und auch an andere zu denken. Amen. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der tut und der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Ein herzliches Dankeschön an alle, die auch an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Ein großer Dank, der geht vorweg, wie immer auch an Bjarne, Lennart, Christian und Oliver. Danke für eure tolle Unterstützung. Die sonntäglichen Digitalgottesdienste, immer sonntags ab 8 Uhr, die wollen wir auch weiterhin feiern. Und ich lade schon jetzt herzlich ein zu unserem nächsten Gottesdienst am 8. Oktober um 9.30 Uhr hier in unserer schönen Odenbüller St. Vinzenzkirche, wo wir dann gemeinsam öffentlich feiern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun freuen wir uns auf Rätselfragen rund um die Bibel mit Katharina und Lena. Rätselfragen rund um die Bibel. Erste Frage. Worauf verzichteten die Jünger beim Essen? Tischdecken, Hände waschen, beten.
Die richtige Antwort ist Hände waschen. Zweite Frage. Wie half Aaron seinem Bruder Mose? Er sammelte eine Spende, er stützte seine Hände oder er bemalte die Wände. Die richtige Antwort ist, er stützte seine Hände. Dritte Frage. Wie heißt es bei Hiob? Erstens, mir stehen die Haare zu Berge. Oder, ich stehe auf dem Schlauch. Oder, ich falle aus allen Wolken. Die richtige Antwort ist, mir stehen die Haare zu Berge. Vierte Frage. Was verlor Malchus? Sein Ohr? Seine Uhr oder seinen Humor? Und die richtige Antwort ist sein Ohr. Fünfte Frage. Was bedeutet der Name Bichri? Mehl, Kamel oder Juwel? Die richtige Antwort ist Kamel. Sechste Frage. Wo steht der Ausdruck Anker für die Seele? Finden wir den bei Lukas, bei Markus oder im Hebräerbrief? Die richtige Antwort ist im Hebräerbrief. Letzte Frage. Was brauchen die Laodizener? Brauchen sie Augensalbe, einen Ohrenverband oder ein Nasenspray? Und die richtige Antwort ist Augensalbe. Wir denken an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn. Danke Gott, dass du Gebete hörst. Amen. Und gemeinsam beten wir das Vaterunser mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir hören auf die irischen Segenswünsche. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein ganz besonderes musikalisches Nachspiel. Wir hören das schöne Stück Hommage, gespielt von Vicente Patisse, und er hat es auch selbst komponiert. Herzlichen Dank dafür.